Hallo und herzlich willkommen auf meinem Chimera State YouTube-Kanal. Auf Wunsch gibt es mein Nordzypern-Video hiermit auch auf Deutsch. Denn vor kurzem bin ich nach fast 2 Jahren Homeoffice das erste Mal auf diese wunderschöne Insel gereist und 2 Wochen lang kam ich in den Genuss von Dauersonnenschein, der mediterranen Küche und der schönen Naturlandschaft vor Ort. Und da es mir dort so ausgesprochen gut gefallen hat und ich tatsächlich darüber nachdenke, zusammen mit meinen Eltern dort eine Ferienimmobilie zu kaufen, wollte ich euch das bestgehütetste Geheimnis des Mittelmeers nicht vorenthalten. Falls ihr Interesse habt, wie es mit der Ferienimmobilie weitergeht oder euch das Video gefällt, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Kanalabo. Zypern befindet sich auf demselben Breitengrad wie Kalifornien in den USA und da Los Angeles mein zweites Zuhause ist, war ich natürlich direkt begeistert von dem sehr ähnlichen Wetter auf Zypern. Auf der Insel gibt es im Schnitt 320 Sonnentage, doch durch den konstanten Wind auf der nordöstlichen Küstenseite und die trockene Hitze lassen sich auch hohe Temperaturen sehr gut aushalten. Die Insel ist geteilt in einen Nord- und Südteil. Während der südliche Teil der Insel zur Europäischen Union gehört, wird Nordzypern nur von der Türkei als eigener Staat anerkannt. Was mir besonders gut gefallen hat, ist die unberührte Natur, die einsamen Strände und die grüne Berglandschaft, die dazu einlädt zu wandern, Fahrrad zu fahren oder einfach nur die Natur zu erkunden und all das zu einem Bruchteil der Kosten, die einen im Süden der Insel erwarten. Die Hauptwährung auf Nordzypern ist die türkische Lira, aber überall kann man auch mit Euros, Dollars oder sogar mit Kryptowährungen bezahlen. Mein absolutes Highlight war die hohe Wasserqualität des Meeres, denn offiziell zählt diese in Gesamteuropa zur besten. Wann immer ich konnte, schnorchelte ich entlang der Küste und genoss die Weitsicht der türkisfarbenen Unterwasserwelt. Fast fühlt es sich so an, als schwämme ich in einem riesigen Aquarium. Die felsigen Riffs und Höhlen entlang der Küste beherbergen viele farbenfrohe Fischarten, Seeigel und Meeresschildkröten. Die Vielfalt der Unterwasserwelt erinnerte mich an meine Tauchsafaris in Cancun, Mexiko und auf den Philippinen. Es gibt viele versteckte Strände und Buchten, wo keine Menschenseele vorzufinden war und oftmals hatte ich das Gefühl, auf einer einsamen Insel zu sein. Nordzypern entpuppte sich damit für mich als perfekter Ort, um zu entspannen und der täglichen Hektik und dem Stress zu entkommen, den ich aus Deutschland gewohnt bin. Die erste Woche verbrachten wir in der Boutique-Anlage mit dem Namen Natura Cyprus in Alsancak. Susanne Ray, die dort selbst eine Wohnung besitzt und sich um die Apartments von anderen Deutschen kümmert und managt, kümmerte sich vorbildlich um uns und wir fühlten uns direkt wie zu Hause. Für eine Woche lang mieteten wir eine wunderschöne und großzügig geschnittene Penthouse-Wohnung mit einer riesigen Dachterrasse, die uns einen Ausblick auf die Bergkette und das Meer erlaubte und auf der wir die meiste Zeit verbrachten. Wenn man die Immobilienpreise auf Nordzypern mit anderen Inseln im Mittelmeer vergleicht, dann ist Nordzypern um einiges günstiger. Eine Einzimmerwohnung bekommt man schon ab 50.000 britischen Pfund, wobei sich natürlich Qualität und Lage und damit auch die Preise sehr unterscheiden. Von der Bauqualität des Natura Apartments war ich schwer beeindruckt und Susanne stellte uns den Bauträger und das Nachfolgeprojekt Natura 2 vor. Falls ihr Interesse an Immobilien auf Nordzypern habt oder eine Unterkunft, helfe ich euch gerne weiter. Hinterlasst am besten einen Kommentar oder schickt mir eine Nachricht. Was mich persönlich an einer Ferienanlage wie das Natura reizt, ist, dass sich um alles gekümmert wird. Von den Gärten bis über die Instandhaltung der Pools, des Fitnessstudios und oftmals auch weiteren Services wie Hammam, Restaurants und Stränden ist bei solchen Anlagen mit der Bezahlung einer monatlichen Maintenance-Fee alles enthalten. Und der Pool im Natura Cyprus war echt riesig, ungefähr 30 Meter lang und damit perfekt zum Schwimmen. Die meiste Zeit hatten wir den Pool auch für uns ganz alleine und ich muss einfach zugeben, dass mir solche Arten von Unterkünften viel besser gefallen als Urlaube in Hotelanlagen. Die Zyprioten waren sehr freundlich und serviceorientiert. Begeistert war ich zum Beispiel von dem kostenlosen Lieferservice eines Supermarktes in der Nähe. Es gab zwar keine Website, aber dafür eine WhatsApp-Nummer, über die ich einfach Bestellungen durchgeben konnte. Bei Rückfragen schickte mir der Lieferservice einfach Bilder des Sortiments zu, sodass ich meine Auswahl treffen konnte. Bei Ankunft wurden die Einkäufe sogar ins Apartment getragen und Trinkgeld zu geben ist an dieser Stelle gar nicht erwünscht, da dies im Service inkludiert ist und sich die Angestellten eher beleidigt fühlen und das Trinkgeld abgewiesen haben. Das bringt mich zu den Aktivitäten, die es auf der Insel zu entdecken gibt. Wer den Tag gerne am Strand verbringt, kann einen der unzählig verlassenen Strände besuchen, wie den Golden Beach in Kapas. Wer es eher trubelig mag, dem kann ich einen der vielen Beachclubs empfehlen. Es gibt private Beachclubs wie den Escape Beach Club in Coruña oder auch die Möglichkeit, jedes Hotel zu besuchen, da diese allen Besuchern Zutritt zu den Stränden gewähren müssen, wenn auch gegen eine Eintrittsgebühr.
Einer meiner Lieblingsbeachclubs war der Carpas Gate Marina Beach Club. Die Anlage ist sehr stylisch und modern und das Restaurant genießt einen ausgezeichneten Ruf. Wer die Berge lieber mag, hat die Möglichkeit, wandern zu gehen oder auch Fahrradfahren zu gehen. Das Schöne an den Bergen ist, dass die nordöstliche Seite das ganze Jahr über grün ist und es sehr viele Wanderwege gibt, die man zu Fuß oder mit dem Fahrrad entdecken kann. Nordzypern ist auch bekannt für den Corennium Golfplatz, einen der besten 18-Loch-Golfplätze der Welt. Man kann hier entweder nur zum Golfspielen vorbeikommen oder auch Urlaub im angrenzenden Hotel und Resort buchen. Bei unserem Besuch hatten wir leider keine Zeit, golfen zu gehen, waren aber sehr begeistert von dem Restaurant mit Blick auf das wunderschön gepflegte Grün. Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten ist der Hafen von Kerenja. Tagsüber kann man hier in einem der vielen Restaurants speisen oder einfach ein Boot zum Fischen chartern und den Tag dazu nutzen, die Küste zu erkundschaften. Eine weitere historische Sehenswürdigkeit ist das Kloster Bella Pais. Tagsüber hat man einen wunderschönen Panoramablick über Kerenja und am Abend empfehle ich, eines der Restaurants auszuprobieren und im Freien Platz zu nehmen mit Blick auf das festlich beleuchtete Kloster. Geschichtsinteressierten empfehle ich, eine Stippvisite nach Lefkosa oder Nord-Nikosia einzuplanen. Wir besuchten das 1572 errichtete Büyükhan, welches von dem ersten osmanischen Gouverneur Lala Mustafa Pascha errichtet wurde. Heute beherbergt dieser Ort kleine Souvenirshops und Cafés. Alles in allem kann ich Nordzypern allen empfehlen, die sich nach einer Insel sehen, die noch naturbelassen und nicht so touristisch überlaufen ist. Ich werde Nordzypern in jedem Fall wieder besuchen. Und zum Abschluss möchte ich noch einen Sonnenuntergang mit euch teilen, den ich in Perry's Fischrestaurant in Alsancak aufgenommen habe. Ein Fischrestaurant, das ich höchstens empfehlen kann, weil das Essen so super lecker geschmeckt hat. Aber nun wünsche ich euch viel Spaß beim Sonnenuntergang und bis bald auf diesem Kanal oder vielleicht sogar auf Nordzypern. What your friends say, and I tell you, what's your mind?
So you can feel it.